Ich bin der Callcenter-Crasher und grüße euch. Heute im Video werden die Sozialkompetenz und die Moral einiger Probanden aus der Betrügerszene getestet. Wir werden nun hören, wer mit Pauken und Trompeten versagt und durchfällt und ob vielleicht einer von denen noch einen Ansatz von Moral in sich verbirgt. Der Test beginnt nach dem Intro. Hallo? Hallo, spreche ich hier mit dem Herrn Steffen Meyer? Ja, ist richtig. Wer ist da bitte? Grüße, Jennifer Kunz hier von D-Kapital. Sie haben sich gestern bei uns registriert für die Handelsplattform. Ja, kann durchaus sein. Genau. So, sind Sie noch dran interessiert? Woran interessiert? An der Handelsplattform. Grundsätzlich schon, ja. Oder soll ich... Okay. So, ich habe da ein paar Sicherheitsfragen an Sie. Hätten Sie gerade einen Moment Zeit oder möchten Sie später angerufen werden, beziehungsweise einen Termin? Zeit habe ich schon, aber erstmal möchte ich gerne informiert werden, was Ihre Plattform bietet. Mhm. Ja, natürlich. Also, Sie zahlen sozusagen einen Mindestbetrag ein von 250 Euro bis zu 1000. Das ist das, was wir empfehlen für den Anfang. Und bekommen dann einen Handelsexperten zugewiesen, der sich sozusagen um Ihr Konto kümmert. Sie müssen nur dabei bedenken, dass wir, auch wenn Sie nicht mit dem Handelsexperten arbeiten möchten, wir sowieso 1-3% an Profiten nehmen. Für was dann? Also Prozenten von 1-2% von den Prozenten nehmen. 1-2% von den Prozenten. Von welchen Prozenten denn? Von den Profiten, ich habe mich versprochen. Ach so, okay. Gut. Genau. Also entweder jährlich oder monatlich. Kommt ganz darauf an, wie oft Sie auszahlen möchten. Mhm. Und das war jetzt das, was Sie über Ihre Firma sagen können? Ja. Okay, das ist sehr wenig erstmal. Also Sie können sich's gerne durchlesen. Welches war Ihre Webseite nochmal? DE Kapital. DE, wie schreibt sich das? DE? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Es war gestern. Ja? DE Kapital. Wie Sie es hören. Alles zusammen. DE Kapital und dann .de? Genau. DE Kapital.de. Sie haben sich hier für das Gas-Profit registriert, genau? Also ich sehe hier gerade DE Kapital, die Domain dekapital.de steht zum Verkauf. Das kann ja irgendwie nicht sein. Nein, das kann nicht stimmen. Ja, aber Sie haben steht, doch eine Mail bekommen. Ja, es steht aber hier so, ich habe gerade wollte aufmachen, die Webseite dekapital.de. Und diese Webseite steht zum Verkauf. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo, guten Abend, Herr Vorreiter. Mein Name ist Katja Isler, ich melde mich von der Trading-Kampagne. Sie haben sich vor etwas längerer Zeit bei uns mal registriert und haben ein Konto erstellt, Herr Vorreiter. Dieses Konto haben Sie noch nicht aktiviert und da möchte ich Ihnen gerne mehr Informationen diesbezüglich geben, damit Sie auch Ihre Entscheidung treffen. Herr Vorreiter, haben Sie denn Erfahrung in dem Bereich? Ein wenig. Haben Sie schon mal getradet? Nee. Okay, das ist gar nicht so schlimm, denn wir lassen Sie da nicht alleine. Also Sie bekommen auch von unserer Seite professionelle Unterstützung von unseren Investmentberater, die für Sie weiterhin Ihr Konto betreuen und zusätzlich handeln. Sie und wir arbeiten auf einem Win-Win-Konzept. Das heißt, Sie profitieren, wir profitieren. Und wir arbeiten auch nach Geldmanagement und Risikomanagement. Zum Beispiel, Sie investieren ja nur 250 Euro. Wir nehmen einen kleinen Anteil davon und platzieren Trades. Ihr Kontostand erhöht sich und das nächste Mal wird dann wieder 20% investiert, also in kleinen Schritten, langsam, aber auch sicher. Was für eine Zahlungsmethode nutzen Sie denn, Herr Vorreiter? Ja, erstmal möchte ich gerne wissen, Sie sagten, ich hätte mich da vor längerer Zeit ein Konto erstellt. Bei welcher Firma denn? Das haben Sie jetzt noch gar nicht gesagt.
Ja, also da haben Sie sich damals bei Handelsroboter registriert mit dem Algorithmussystem. Wahrscheinlich haben Sie irgendeine Werbekampagne gefolgt Die und Firma sich heißt dazu. Handelsroboter. Nein, unsere Firma ist Bitinvest, also unsere Aha. Plattform. Bitinvest 8. Ist mir gar nicht so bekannt. Können Sie mir mal die Ja, Sie können. Website, können Sie mir bitte mal die Webseite buchstabieren? Ich sitze gerade am Rechner, dann kann ich es ja mal eingeben und mal auf Ihre Seite gucken. Ja, können Sie gerne machen. Das ist bitinvest8.com. Buchstabieren bitte. B wie Bertha, I wie Ida, T wie Theodor, I wie Ida, N wie Nordpol, V wie Vogel, E wie Emil, S wie Siegfried, T wie Theodor. Und dann die Nummer 8. 8 und dann .de. Punkt com. C .com. wie Cäsar, O wie Otto, M wie Martha. Okay. Augenblick, muss ich gerade mal aufmachen. So. Wann hatte ich mich denn da re registriert? Das ist schon etwas länger her, also wann genau kann ich es Ihnen nicht sagen, Warum aber Sie haben nicht? sich damals per Handelsroboter, weil ich kann das gerade nicht sehen. Ich bin nur die Account Managerin und bin auch dafür zuständig, Ihnen zu helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Ah ja. Wahrscheinlich Gut. haben Sie irgendeine Kampagne gefolgt, eine Werbung vom Hülle des Löwen oder Marco Barth. Marco Barth, der sagt mir nichts. Haben Sie die Seite gefunden? Ja, ich habe sie gerade gefunden, ja. Aber die, wie Okay. gesagt, die Seite sagt mir irgendwie gar nichts. Es ist ja so, wenn Sie sich registrieren, das ist ja ein Algorithmussystem. Es wird dann auch automatisch an den Plattformen weitergeleitet. Und Wie, unsere Plattform ist ja die. wenn ich mich auf einer Webseite registriere, werde ich an alle anderen Webseiten weitergeleitet. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ja ein Trading-Software, der automatisch mit Kryptowährungen handelt. Und Sie haben sich da per Algorithmussystem registriert. Das sagt mir wenig. Okay, gut, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. Was möchten Sie denn gerne wissen? Naja, alles was, zum Beispiel, wie kann man bei Ihnen Geld verdienen? Was ist? Also, es ist so. Erstmal müssen Sie ja Ihr Konto aktivieren. Der Mindestbetrag, um Ihr Konto zu aktivieren, ist 250 Euro. Davon nehmen wir einen kleinen Anteil und platzieren Trades. Ihr Kontostand erhöht sich, also wie viel genau in Prozenten wird Ihnen dann nochmal der Finanzexperte darüber informieren, weil ich bin ja nur dafür zuständig, Ihnen zu helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Danach ruft Sie der Finanzexperte an und er sagt Ihnen Schritt für Schritt, wie das funktioniert in Prozenten, wann es am besten ist, Ihr Geld zu auszahlen zu lassen oder mehr zu investieren oder einfach Ihr Geld da zu lassen und das zu vermehren. Okay, Und und mit was kann ich dann bei Ihnen handeln? Sie bekommen von uns Ihre Login-Daten. Dann Mit können was? Sie ja Nein, meine traden. Frage war, mit was kann ich bei Ihnen handeln? Wie genau meinen Sie das? Ich versuche es nochmal auf Deutsch. Mit was kann ich bei Ihnen handeln? Ich verstehe die Frage nicht. Wie meinen Sie das, mit was Sie handeln können? Kann ich mit Kuhmist handeln oder mit Äpfeln oder mit was kann ich bei Ihnen handeln? Das war eine klare deutsche Frage. Das habe ich Ihnen ja gesagt, Kryptowährungen. Nur Kryptowährungen. Ja, Was ist daran lustig? weil ich es Ihnen ja mal gesagt habe, also das ist ein Ja, aber meine Trading-Software, Frage der haben Sie mit gar nicht verstanden. Kryptowährungen handelt. Warum haben Sie dann nicht einfach meine Frage beantwortet? Weil das habe ich Ihnen ja schon mal gesagt. Ich habe gedacht, Sie fragen was anderes. Nee, meine Frage war klar und deutlich. Okay, gut. Dann. Okay, Kryptowährungen. Sie kennen ja Bitcoin und die anderen Kryptos. Ja, habe ich mal Und von damit gehört, handeln richtig. Sie. Genau, damit handeln Sie. Also von die 250 Euro, die Sie dann investieren, davon nehmen wir 20 bis 25 Euro und wir platzieren Trades. Danach erhöht sich ja Ihr Kontostand. Und Der Sie können dann erhört entweder Ihr oder erhöht? Das war so klar. Ja, hallo? Hallo, Herr Günsches. Ja. Schönen guten Tag. Mein Name ist Helen Bauer. Ich vertrete Global Financial Markt. Also, Sie haben sich bei uns angemeldet.
Und ich möchte wissen, ob Sie wirklich für Online-Trading Interesse haben und ob Sie vielleicht mit uns zusammenarbeiten möchten. Ja, das, sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet, wenn ich kein Interesse hätte. Nicht gemeldet. Verstehen Sie? Hallo. Verstehen Sie Deutsch? Ich habe gesagt... Alter, was ist das denn? Hallo? Ja. Hallo, können Sie mich hören? Ja, schönen guten Abend. Hoffen am Apparat, alles gut bei Ihnen. Wer ist denn da? Mich. So, ich bin Megan Hoffmann und ich melde mich vom Finanzabteilung von der Plattform Unikefix. Es geht über Online-Trading oder Online-Investitionen. Von welcher Plattform? Von Unikefix. Ah ja, okay. Sie haben eine Anmeldung, wo Sie Interesse über Online-Trading gezeigt haben. Verstehen Sie mich? Ja, ich verstehe Sie, ja. Okay, ja, super. So, haben Sie Erfahrung mit Online-Trading? Welche Plattform war Ihre jetzt nochmal? Nochmal von Unikefix. Und da habe ich eine Anmeldung gemacht? Ja. Ja, und mit wem wollen Sie jetzt genau sprechen? Aber haben Sie Erfahrung mit Online-Trading? Mit wem wollen Sie genau sprechen? Hier wohnen mehrere Leute im Haushalt. Hallo? Wunderschönen guten Tag, hier ist der Viktor Kleinherz. Ich spreche mit dem Herrn Steffen Meyer. Ja, hast richtig. Freut mich, dass ich erreicht habe, Herr Meyer. Ich melde mich von Global Trading Group. Sie haben sich ja vor einigen Tagen bei uns für den Krypto-Bin-Cometa registriert, für die automatische Software für Kryptowährungen, für Bitcoins. Was bitte habe ich mich registriert? Für die automatische Handelssoftware für Bitcoins. Ja, wie nannten Sie die? Kryptozinsbitcometer wird das so umgangssprachig genannt. Also nö, die kenne ich nicht. Ja, so wird das richtig geschrieben. Also das kennt sie weniger. Das verhört uns auch, aber wir müssen es auch so bei Namen nennen, ja, sozusagen. Also es geht da umgangssprachig um die automatische Software für Kryptowährung, also Bitcoin etc. Dafür haben sie sich ja vor einigen Tagen bei uns registriert und da wollte ich mal nachhaken, ob da weiterhin das Interesse besteht. Sie haben sich ja damals mit Ihrer E-Mail-Adresse, die maya123@mailbox.org und Ihre Handynummer registriert und den Namen natürlich. Nee, das stimmt nicht. Wie, das stimmt nicht? Das ist keine Handynummer. Ah, diese 051, verzeihen Sie, das ist eine Festnetznummer. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Aber gut, das ist auch nur nebensächlich. Besteht weiterhin das Interesse bei Ihnen für diese automatische Software oder haben Sie sich schon mittlerweile nicht automatisch für jede Software. Ich möchte erstmal ein bisschen was Informationen haben, natürlich. Was möchten Sie gerne wissen? Ja, welche Firma sind Sie? Welche Plattform haben Sie? Ja, habe ich doch gerade erklärt. Ich rufe von Global Trading Group. Das ist unsere Handelsplattform. Das ist die Firma. Und wir bitten unsere Klienten... Können Sie mir das bitte mal buchstabieren, dann kann ich mal auf Ihre Webseite, auf Ihre Plattform gehen. Global, also so wie Global. Global. Trading. Group, aber mit einem P. Group. Punkt. Genau. .de. Punkt was? .com. Gut, dann kann ich mir die Seite mal angucken. Also global-trade-group. Ach, mit Bindestrich hat sie ja noch nichts gesagt. Ja, gehe ich mal davon aus, dass sie das machen. Ja, wieso? Sie haben es ohne Bindestrich... ich bin jetzt nicht hier zu streiten. Das ist okay, haben wir einen Fehler gemacht, ist in Ordnung. Wir sind ja Menschen. Wir beide? Sie haben einen Fehler gemacht. Ja. Global. Hauptsache der andere ist schuld. So gehen Sie also mit Ihren Kunden um? Ich bin schuld, obwohl Sie es falsch diktiert haben? Ja, Sie sind ja schuld, wenn Sie nicht überlegen können. Ach, ich bin schuld, wenn ich nicht überlegen kann, weil Sie Ihre Webseite anders buchstabieren? Bin ich schuld? Also, genau.
Ja, ich glaube, mit Ihnen werde ich nicht zusammenarbeiten. Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Wieder. Tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Sind Sie lustig? Nee, du bist lustig. Du bist ja nicht mal fähig, deine Webseite zu buchstabieren. Der dümmste Betrüger, der heute angerufen hat. Das zeigt mal, wie armselig Sie sind. Das sagt der, der seine Webseite nicht buchstabieren kann. Also wir sind weiterhin auf Sie. Gleich egal, ob wir es kennen oder nicht, wir sind weiterhin auf Sie. Bitte, was machen Sie? Wir sind weiterhin auf Sie. Auf Sie? Was heißt das? Ich hab Ihnen nie das Einverständnis gegeben, dass Sie mit mir... Nein, Betrüger duze ich immer. Na, gesetzlich ist es egal, wenn Sie hier vor sich haben. Gesetzlich haben Sie sich mit Sie anzuwenden. Nee, also Betrüger, sind Sie damit jetzt strafbar geworden. Sie sind ja damit... Ja, kein damit Problem, Sie okay. Kein Problem. Sie können mich gerne anzeigen, kein Problem. Und da ist er schon raus. Hallo? Hallo? Herr Burchert, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, wer immer Sie sind. Frau Schneider ist hier, bitte. Das geht um Ihre Anmeldung gerade bei uns, ja? Ja. Sie sind online auf der Handelsplattform. Wollt ihr fragen, bitte, was war Ihre Vorstellung? Mit welcher Summe wollten Sie einsteigen, bitte? Ich weiß ja erstmal noch gar nichts über Ihre Firma. Ich melde mich von Axio, bitte. Sie haben sich ja bei der Axio angemeldet gerade. Ja, aber da stand auf der Webseite stand gar nicht so wirklich viel drauf. Was wollten Sie wissen? Fragen Sie bitte. Naja, erstmal sollten Sie mir ein bisschen was erklären. Wollen Sie das? Okay, gut. Wenn Sie das nicht machen wollen, auch kein Problem. Wie sind Sie auf unsere Plattform gekommen, bitte, Herr Borchert? Ja, ich habe gegoogelt. Durch Google? Richtig. Gut, und dann bei dem Google steht auch die Beschreibung, ja, wie die Plattform arbeitet und so weiter. Nee, ich kann es ja nochmal aufrufen, Augenblick. Ja, wie die Plattform arbeitet schon, aber über Ihre Firma sagt es ja gar nichts. Sie haben bitte im Internet wahrscheinlich Handelsplattform gegoogelt und dann... Sind Sie so auf die Plattform gekommen? Ja, richtig. So. Ist das Ihre erste Erfahrung oder kennen Sie sich schon damit aus? Weil direkt auf unserer Plattform können Sie nicht einloggen oder registrieren, wenn Sie nicht direkten Zugang haben wir nicht. Wir haben die Vermittler und die machen Werbung für uns. Ja, das weiß ich nicht. Woher es kam, weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich auf dieser Seite und habe dann irgendwie meine Daten eingegeben. Gut. So, und wenn Sie schon, dann wissen Sie schon, dass Sie minimale Einstiegskapital 250 Euro haben, ja? Das Herr weiß ich jetzt schon, aber das, wie gesagt, Ihre Firma, über Ihre Firma weiß ich sonst noch gar nichts, weil ich sehe auf Ihrer Webseite nichts über Ihre Firma. Also unsere Firma hilft Ihnen zum Beispiel Geld zu verdienen, ja? Ja, das ist welche gut. Informationen, fragen Sie bitte, was möchten Sie zu wissen und dann werde ich antworten gerne. Ja, ich hatte mich so ein bisschen belesen, was das Thema angeht. Wo sitzt denn Ihre Firma? Das steht alles auf die Webseite. Wo denn? Die ganze Information sehen Sie auf die Webseite. Wo denn? Schon zu Ende. Morgen spreche ich mit Herr Petter. Bitte? Also spreche ich mit Herr Petter. Herr Petter? Petter, also Sie sind Herr Petter, ne? Herr Petter Borchert. Ja, Herr Borchert bin ich. Ganz genau. Ich bin Lucy Schmidt vom Finanzmarkt. Und Sie haben soeben bei uns angemeldet, ne? Ach, und Sie rufen deswegen ohne Telefonnummer an? Sie sind eine Firma und rufen ohne Telefonnummer an? Wo haben Sie gesehen, dass ich keine Telefonnummer habe? Ja, das wird mir auch mal... Sehen Sie auf dem Display keiner Nummer? Richtig. Anonym. Okay.
Da schreibe ich Ihnen gleich über WhatsApp, damit Sie meine Daten sehen. Haben Sie WhatsApp? Nein. So, ich weiß nicht, warum es bei Ihnen so angezeigt wurde, aber ich rufe Sie vom England. Ich bin Ihr Kontoberaterin Lucy Schmidt, zuverlässig dafür, damit wir zusammen Ihr Konto aktivieren können. Ja, dann rufen Sie mich, ja? Sie sind ja eine Firma, dann rufen Sie bitte mit einer übermittelten Telefonnummer an. Sonst weiß ich gar nicht. Das kann auch von Ihrem Handy sein, da sehen Sie die Nummer nicht. Nein, kann nicht daran meinem Handy liegen. Haben Sie WhatsApp? Sagen Sie bitte, unter welcher Nummer haben Sie WhatsApp? Haben Sie mich nicht verstanden? Ich habe gesagt, ich habe kein WhatsApp. Und es liegt nicht am... Okay, darf ich bitte ausreden? Es liegt nicht an meinem Handy, weil Sie rufen nicht auf einem Handy an. Dann, ich rufe Sie gleich nochmal ein. Vielleicht es wurde jetzt angezeigt. Warten Sie bitte ganz kurz. Ja, versuchen Sie es nochmal. Dann bis zu $25 reine Profit zu bekommen. Nachdem ich Ihr Konto aktiviere, leite ich die Anfrage an Ihr eigenen Finanzberater. Das heißt, Sie bekommen von uns noch eine Finanzberatung. Finanzberatung ist bei uns kostenfrei und Ihr Finanzberater wird auch Ihr Anmeldedaten erstellen, damit Sie auch Zugriff auf das Konto später haben. Und bei jeder Frage, Ihr Finanzberater ist dabei, um Ihnen zu helfen. Und es geht um MetaTrader 5. Das ist ein Autotrader, eine Plattform, wo Sie von uns ein Konto bekommen. Welche Fragen haben Sie? Stellen Sie bitte Ihre Fragen. Ja, ich möchte gerne MetaTrader 5, sagten Sie. Ganz genau. MetaTrader 5 ist das Plattform, wo Sie von uns ein Konto bekommen. Nee, MetaTrader 5 ist doch eigentlich nur die Möglichkeit zu handeln, ein Handelsinstrument, ein Tool. Wie bitte? Wie meinen Sie das? MetaTrader 5 ist ja keine Plattform, sondern ein Handelstool. Aha. Nein, also wenn Sie jetzt auf dem Google oder irgendwo MetaTrader 5 schreiben, dann sehen Sie eine Handelsplattform, die mit Forex, Commodities, Bitcoin und viele Kryptowährungen arbeitet, ja? Ihr Geld können Sie in verschiedenen Branchen, ja, so gesagt, investieren. Und MetaTrader 5 ist eine Handelsplattform. Das können Sie auch im Internet verstehen und sicher gehen. MetaTrader 5 ist eine Trading-Software. Ja, das habe ich auch gesagt. Das ist ein Autotrader, wo Sie ein Konto bekommen. Eine Software und keine Plattform. Also Handelsplattform, das ist ja doch eine Handelsplattform. Nee, MetaTrader 5 ist eine Software, keine Handelsplattform. Aber wir reden um die gleiche Sache. Sie reden über eine Plattform und ich rede um einen Trader, eine Handelssoftware. Aha. Ja. Okay, wie gesagt, MetaTrader 5 ist eine Handelsplattform. Nein, wo ist Sie es nicht. Konto bekommen. Es ist Sie keine Ahnung. Ein Konto. Hallo. Können Sie mal zuhören? Bin ich Ihr Kontoberaterin oder Sie sind mein Kontoberater? Können Sie mal zuhören? Aber, ja, ich kann zuhören. Aber wenn Sie Scheiße erzählen, wenn Sie Blödsinn erzählen. Aha. Ja, okay, also sagen Sie bitte, ich glaube, Sie haben mehr Erfahrung. Richtig. Was ist MetaTrader 5? Erklären Sie bitte. Das habe ich Ihnen gerade gesagt, wenn Sie nicht dauernd dazwischen reden würden. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mit Ihnen weiterzumachen. Ja, tschüss Betrüger. Tschüss Betrüger. Tschüss Betrüger. Tschüss Betrüger. Tschüss Betrüger. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob einer der Probanden den Test bestanden hat und es wert ist, als wertvolles Mitglied der menschlichen Gesellschaft bezeichnet zu werden. Das war's zum Video. Bleibt neugierig. Und lasst euch auf keinen Fall abzocken. Euer Callcenter-Crasher.